Freunde der Nacht! Herzlich willkommen zurück, auch bei Crash Bandicoot. Nachdem ich gerade eben die Aufnahme zu Harvest Moon beendet habe. Ja, Harvest Moon kommt wieder, ich freue mich richtig. Macht richtig Spaß. Gibt es jetzt auch wieder den Lieblingsdingo vieler Leute, Crash Bandicoot mit dem Level 13. Welches wir nun auch spielen. High Time heißt das Level, was wir uns jetzt richtig hart doll geben werden. Ach, ihr lästigen kleinen Ratten wollt nicht nachgeben? Sammelt nur weiter Kristalle und ihr werdet schon sehen. Na, dann sammeln wir doch mal weiter Kristalle und werden sehen. Komm ruhig her. So. Los geht's mit fiesen alten Schabracken, die uns hier versuchen, ein bisschen Feuer unterm Hintern zu machen, so wie es aussieht. Aber nicht mit uns, denn wir sind Crash. So, hier geht's nach oben und wir nehmen natürlich gleich wieder alles mit. Ach ja, den super Bauchklatscher hatten wir auch schon, ne? Genau. Den haben wir auch schon. Fein, 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 fein. So. Ich finde übrigens diesen Wechsel cool aus teilweise wirklich 3D-Spiel und dann Sidescroller. Das finde ich super geil bei Crash. Nein, geh weg, Alter. Vogel. Die sind auch schon echt mies hier, die Mädels, ne? Sollen die mal mit mir versuchen, dann werfe ich das Ding aber zurück. Bam! Voll in die Fresse. Wahnsinn auch, wie wir es heute wieder drauf haben. Also jetzt schon kommen, dass ich gleich sterbe. Ich hasse Skorpione, ja, ne? Jetzt sind auch so Tiere, die müsste ich jetzt als Haustier nicht haben. Und auch als Kuscheltier im Bett. So einen echten Skorpion nicht. Ich habe ungern Leute oder Dinge im Bett, die einen größeren Stachel haben als ich. Ich habe generell ungern Leute im Bett, die einen Stachel haben. Und rüber, jawoll! Den Doppelsprung haben wir auch schon. Wir haben aber auch schon viel geschafft. Ey, das ist ja der hellste Wahnsinn eigentlich. So, die kriegen wir doch so kaputt. Jawoll. Schönes Ding auch. Das war höchst ungeplant. Ich bin schon so ein richtiger Badass, was dieses Spiel angeht, einfach. Ich weiß übrigens gar nicht, ob ich... Scheiße, das fällt mir jetzt gerade so ein. Ob ich den Safe State von Mario mitgenommen hatte. Also diesen lokalen Dingenskirchen, den Speicher an sich natürlich. Aber gegebenenfalls müssen wir dann halt nochmal so ein, zwei Level da wiederholen. So, nehmen wir den bösen Pfad? Nee, natürlich nicht. Wir gehen erstmal ganz regulär hier durch. Mit TNT. Hallo TNT. Ich sagte Hallo TNT. Verdammt! Ah, gut. Hui! Mist! Hui! Besser! So! Geh da oben weg. Du bist unwichtig. Du bist unwürdig. Okay, vielleicht bin ich auch unwürdig. Ich weiß es noch nicht so ganz. Ich denke auch immer, die Musik ist viel zu langsam, aber das ist ja so, dieses Gefühl hier. Das muss ja so. Weiß ich, wenn man doch eher anderer Musik zugetan ist, dann ist die Musik hier doch ein bisschen lahm. Ey, die ist voll lame. Ich schwör, nicht so lame wie deine Mutter. Sitzt auch bei Aldi unter der Kasse und macht Piep, was los? Geh weg.
Ich bin der Fuchs, ich hab das Sagen. Ich wollte es gerade sagen, ich höre doch schon wieder so geklimpern, ne? Können wir den wegsprengen? Bist du so blöd und läufst zu dem Ding hin? Schön! Wie es sich für so ein Spiel gehört. So hier bei den, ne? Kopftuchträgern. Einfach mal weggebombt. Oh, das war ein furchtbar rassistischer Kommentar. Ganz ehrlich, da entschuldige ich mich jetzt für. Irgendwie finde ich ihn zwar witzig, aber da muss ich mich wirklich für entschuldigen. Das war ein bisschen zu heftig, vielleicht. Wieso haben wir eigentlich jetzt immer so ein Dreieck, da so eine Raute beim Ladescreen? Nicht, dass mich das stört, ich finde Rauten toll, aber für mich ist das komisch. Ich habe mir gerade Kruste vom Knie gepult, falls es jemanden interessiert. So, wir sind so gut, yeah, nächstes Level. Nein, ein Motorradrennen. Das ist nicht schön, ich will das nicht. Die starten doch immer so geil schnell, ich will das auch. Geh weg. Oh, das wird wieder so unfassbar lange dauern, bis wir das gewonnen haben. Hat hier auch übrigens mal angekündigt, dass ich Autodestruct Let's Playen will. Autodestruct heißt es ja. Der Plan steht, das Spiel habe ich mir besorgt. Kommt entweder nach Super Mario oder nach Crash. Eins von beiden, ich bin mir noch unschlüssig, wann genau. Weil ich nicht weiß, welches Spiel ich früher fertig haben werde. Und ich habe da auch noch ein Spiel schon wieder in Planung. Ich weiß allerdings noch nicht, wie ich da rankommen soll. Und jetzt juckt meine Nase gerade ganz mies und ich kann nicht kratzen. Scheiße. Oh Gott, ist das fies gerade. Geh weg damit, dein billig Hot Rod. Affe. Oh Leute, kastriert mich, aber sorgt dafür, dass meine Nase nicht mehr so juckt. Und irgendwie weg da. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist kein Motorrad bekannt, was so scheiße fährt. Allerdings ist euch wahrscheinlich auch kein Let's Player so bekannt, der so schlecht ist. Polizei wie in Deutschland, steht nur rum und fühlt sich wichtig. Und ja, genau, du fahrrendes Ungetüm. Wir kommen einfach nicht um diese Kurve rum. Es geht nicht. So, ja, ich hätte ja gerne gewonnen, aber leider war es das noch nicht gegangen. Aber ich kann mich jetzt an der Nase kratzen. Ist das schön, oh Gott. Das war alles Leben pur. An der Nase kratzen ist Leben pur. Echt. Oh, Leute, ist das gut gerade. Ja, so, nächster Versuch, wa? Wird diese Raute Stil beim Laden? Aber irgendwie muss das nicht so. Okay, dann muss auch noch ein anderer GPU-Treiber her. Ein anderes GPU-Plugin. Plugin. Geh weg. Ich weiß auch gar nicht, ob es irgendwie wirklich einen Trick für diese Rennen gibt oder ob man das einfach echt nur ein bisschen üben muss und nicht so schlecht sein muss wie ich. Geh, Kusch, hau ab. Meiner EQX, mein Moped quietscht. So, hier, den kassieren wir jetzt aber vorbei.
ich finde es auch schön, dass Engine einfach die Gasstations, die Tankstellen hat. Jetzt will ich hier bewusst hinterbleiben, damit ich da gescheit gleich vorbeiziehen kann und er fährt einfach genauso lahm wie ich. Das sind schon Gewitzte teilweise. Teilweise dumm wie Rotze, aber teilweise sind das auch ganz schön Gewitzte. Man kommt einfach nicht um diese... Ja... um diese Kurve rum. Wenn er wenigstens eine gescheite Harley fahren würde, dann könnte er auch Offroad fahren, aber nein. Fährt hier nur so einen billigen Tretroller. Mein Fahrrad mit aus. Alte Mofa mit Keilriemenantrieb. Mich würde wirklich mal interessieren, ob es für diese Rennen hier irgendwie einen Trick gibt. Da muss es doch irgendwas geben, bestimmt. Das kann so ja nicht sein. Reduzierte Artikel von Esprit. Oh, das ist bestimmt kein Spam. Schön auch, dass ich einfach direkt meine E-Mails alle mal auf den Schirm habe. Ach ja, so. Leute, was sagt ihr? Dritter Versuch? Ja, wa? Oh, blaues Bild.